meine volle Kraft spüren. Ihr werdet sterben und ich werde mit der Macht eurer Seele nach Solstheim zurückkehren. Dann herrsche ich endlich wieder über mein eigenes Schicksal. Los! So. Ich denke, werde ich mal diese Blitzresistenz brauchen. Weil solange jetzt kein Feuerangriff kommt, der echt gemein sein könnte. Oh, er hat sich wegteleportiert, der Arsch. Jetzt endlich muss er noch gegen einen Drachen kämpfen. Oh, er hat gerade den Drachen gezähmt. Ne, er hat ihn getötet mit einem Schlag. Und sich stärker gemacht. Alter, macht das Schaden. Dann machen wir trotzdem nochmal Blitzresistenz. Oh, der geht ja relativ schnell down. Ist der jetzt für uns oder gegen uns? Ach, das ist glaube ich unserer. Und er saugt wieder Drachen aus, der Arsch. Okay, das ging daneben. Perfekt. Und was das? Nee, er lebt immer noch. Der Kampf gerade ist ja relativ lächerlich. Er hat seine Lieblingssachen getötet, der Arsch. So ein Penner aber auch. Ein Kampf der Wörter. Alter, macht das Schaden. Okay, da muss ich gegen vorbeugen. Das ist ja Feuer. Dann nehmen wir erstmal wieder das Ding hier. Nehmen noch einen weiteren Zaubertrank. Ne, wir nehmen keinen Zaubertrank. Wir haben nur noch genügend Kräfte für. Das war jetzt unser vermündeter Drache. Ups, was macht der denn gerade? War das jetzt mit Mirak? Kann ich jetzt seine Seele absorbieren? Nee. Der lebt noch anscheinend. Nur wo? Wo ist Mirak hin? Ach, da kommt er wieder. Mirak! Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. Nichts. Ich habe einen neuen Drachenblut-Diener gefunden. Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Mirak träumte davon, sich gegen mich aufzulehnen. Lernt aus seinem Beispiel. Dient mir loyal und ihr werdet auch weiterhin reich. Ja, das werde ich natürlich tun. Oh, das letzte Buch. Miraks Wort. Nehme ich gerne. Genau wie seine Maske, seinen Stab, seine Handschuhe. Ich nehme gerne alles von ihm. Das nehme ich natürlich gerne an. Jetzt nur noch die Frage. Das wäre jetzt interessant, ob ich das machen könnte. Ach, schade. Wäre auch so schön gewesen. Echt jetzt? Gut, wir haben jetzt Miraks Ausrüstung, Miraks Stab und alle mögliche. Achso, hier geht es glaube ich jetzt zurück. Ich glaube, wir können jetzt nichts mehr auswählen, oder doch? Oh, so, das ist cooles. Hä, was haben wir hier denn? Aha! Okay, ich glaube, wir können dann
alles neu verteilen. Redekunsttalente? Gerne, wir haben genug Drachenseelen. Echt, wir haben nur die Talentpunkte zurückgewonnen. Wie cool ist das denn? Oh, perfekt, das brauchen wir auch. Genauso wie das hier. Mal sehen, wo wurde noch Talentpunkte drin verteilt, die ich bereue. Ja gut, dieses Vergiften bereue ich noch ein bisschen. Gehen wir mal weiter. Illusion, was bereue ich denn hier? Das Aspekt des Schreckens bereue ich ein bisschen. Naja gut. Destruction bereue ich ehrlich gesagt noch gar nichts. Weil das hat mir ganz gut gefallen. Genauso wie Verzauberung, Schmiedekunst. Im Grunde haben wir ganz gut geskillt. Ohne jetzt tatsächlich irgendwas nehmen, was uns gar nicht gefällt. Wobei Archery könnten wir ruhig mal rausnehmen. Wobei die Frage ist, was würden wir dann als Ausgleich nehmen? Leichte Rüstung und Schleichen eher weniger. Genauso wenig wie Schlossknacken. Eigentlich ganz gut soweit. Können wir hier einen Punkt reinpacken? Nee, können wir nicht. Okay, ich würde sagen, ich mache nochmal Illusion. Werde ich nochmal resetten. Jetzt haben wir zwar alle Talentpunkte wieder. Ich will jetzt aber nicht mehr so viel darin rumskillen. Bei Verzauber muss es relativ gut steigen, genauso wie Schmiedekunst. Und was wichtig ist, ist eigentlich echt nur die Schmiedekunst momentan. Moment, kann ich in Schleich noch was reinstecken, was ich brauche? Ja, das hier. So, und jetzt Illusion. Das auf jeden Fall. Das ist auch wichtig. Person sowieso. Stummes Zaubern auch. So, den hypnotischen Blick nehme ich auch gerne mit. Oh, lol. Schon ist verbraucht. Okay, da werde ich nochmal in Taschendiebstahl gehen und da was resetten lassen. Was ist denn Taschendiebstahl? Das hier vielleicht? Nee, das ist leichte Rüstung. Das hier ist Taschendiebstahl, klar. So, Moment. Wo haben wir es jetzt? Also das finde ich ganz gut, das mit dem Resetten lassen. Das ist echt cool. Ach, hier haben wir es doch. Ja, klar. Das sowieso. Den Schlüsselmeister brauche ich nicht wirklich. Und Irreführung finde ich cool. Wie viele Punkte haben wir jetzt noch über? Wir werden auch noch Punkte über haben, oder? Ach ja, 4 Stück sogar noch. Also genug. Den brauchen wir nämlich hier drin. Für die Meisterzauber. Der ist ganz wichtig. Aber hier können wir, soweit ich weiß, noch nichts reinsetzen. Hier ein verstärkter Frost. Dafür brauchen wir nämlich noch ein bisschen was. Und das skillt sich ja so ewig langsam. Rüstungen nehme ich gerne. Genauso wie das. Und Zusatzeffekt kriegen wir auch irgendwann, wenn wir es auf 100 haben. Aber vorher brauche ich auch noch hier den Arkanschmied. So, jetzt haben wir zwar Taschendiebstahl relativ schwach gerade. Aber mal sehen, ob wir es wirklich stärker brauchen. Ich denke, wir haben es gerade ganz gut umgeskillt. Das ist das Beste, was wir gemacht. Und wir gehen zurück nach Solstheim. Mal sehen, ob noch was kommt. Mein Sohn und ich sammeln Gegenstände, um sie mit Reisenden zu tauschen, die unser Dorf besuchen. Kein Abspann oder so. Nichts Besonderes. Einfach nur wieder zurück.
Oh, das ist schade. Willst du was von mir? Ich kann es fühlen. Ha. Der Baumstein ist wieder frei. Die Einheit des Landes ist wiederhergestellt. Heißt das, es ist vorbei? Ist Mira'ak wirklich besiegt? Es ist vorbei. Mira'ak ist dann tot. Dann war das Opfer meines Vaters nicht umsonst. Er starb, um uns zu befreien. Sagt, gab es keine andere Möglichkeit? War der Tod wirklich unausweichlich? Ohne Storns Opfer hätte Hermeus Mora mir nicht geholfen. Seine Hilfe, für die er meinen Vater nicht hätte töten müssen. So sind die Wege von Herma Mora, des ewigen Feindes der Skal. Also ich mag Hermeus Mora. Freund, wenn ihr erlaubt. Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber dürfte ich euch einen Rat geben? Eine Warnung? Worum geht's? Klar. Als Schamanin der Skal bin ich für das spirituelle Heil meines Volkes verantwortlich. Ihr seid zwar kein Skal, aber ein Skal-Freund. Deshalb warne ich euch. Herma Mora hat euch in seine Dienste gezwungen, um Mira'ak zu besiegen. Lasst euch nicht von ihm weiter auf diesem Pfad locken. Der Altschöpfer hat euch, das Drachenblut, für einen höheren Zweck geschaffen. Vergesst das nicht. Geht mit dem Altschöpfer, Skal-Freund. Okay. Ich denke, jetzt werden wir den Schmied auch finden können. Möge der Altschöpfer uns vor den finsteren Mächten beschützen, die Skal ergriffen haben. Mögen Stärke und Mut euch immer zur Seite stehen. Ja, jetzt haben die auch andere, ganz andere Gespräche. Ich bin Wolf Wildblut. Ich bin der erste Jäger der Skal. Also gut. Hat der diesen coolen Bogen? Nee, der hat den Bogen nicht. Hier vielleicht? Mir ist nicht nach Plaudern zumute, Fremdling. Einer der Skal ist verschwunden. Genau, das Quest brauchen wir. Der Schmied ist verschwunden, nämlich. Als unser einziger Schmied ist Baldor für unser Dorf sehr wichtig. Warum sollte jemand entführen wollen? Nun, es gäbe da schon einen Grund. Baldor ist der Hüter der uralten Tradition des Stahlriemschmiedens. Diese Kunst ist uns Skal heilig. Wenn jemand solche Waffen herstellen wollte, müsste er dieses Wissen von Baldor bekommen. Und ist irgendwas Ungewöhnliches passiert? Hm. Ich könnte mich nicht erinnern, dass Baldor sich seltsam verhalten hätte. Obwohl, jetzt wo ihr fragt, am Tag seines Verschwindens habe ich etwas im Wald gesehen. Ich habe aus großer Entfernung zwei Elfen gesehen, die etwas hinter sich herzogen. Unser Land ist bei den Jägern beliebt, also dachte ich mir nichts dabei. In welche Richtung sind sie gegangen? Nach Süden und Westen. Wenn euer Weg euch dorthin führt, könntet ihr euch vielleicht nach Baldor umsehen. Die Skal wären euch dankbar. Okay, schön. So, einmal kurz speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter. So, weil das Quest würde ich jetzt gerne noch machen. Wobei als allererstes, doch, erstmal was anderes. Ich weiß, ich swap gerade so ein bisschen hin und her. Nee, Todesmal nicht. Aber, Moment, wir brauchen noch diese komische Rüstung. Ist das vielleicht doch bei Sonstiges? Todesmal-Schatzkarte. Okay, oben rechts waren wir schon. Unten links waren wir noch nicht. Das dürfte hier sein. Nach Tel Betrim reisen wir erstmal. Und von da aus mal gucken, ob wir noch einen Todesmal-Gegenstand finden. Wie gesagt, grundsätzlich, wie es immer gilt, ich brauche diese Gegenstände nicht. Die beste Rüstung kann man sich immer noch selbst verzaubern, was zwar relativ schade ist, aber okay. Aber es kommt halt in unser neues Haus, was ihr noch sehen werdet. Ich werde auch eine Sonderfolge für hochladen. Die wird eine Stunde gehen, wahrscheinlich noch länger. Wo ich mich nur ums Haus kümmere, euch mal alles zeige und so. Mal sehen, wer bist du denn? Ein Resonanz-Edelstein, cool. Kann mich mit dem reden? Ich entnehme eurem Gesichtsausdruck, dass ihr noch nie einen Schlickschreiter gesehen habt, richtig? Ein was? Das ist Stäubchen. Ich habe sie persönlich aufgezogen, seit sie eine Larve war.
Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Sie ist jetzt schon lange nicht mehr reisefähig. Ich habe versucht, sie freizulassen, aber sie will unbedingt hierbleiben. Wie habt ihr draußen überlebt? Wir schlagen uns durch, indem wir Handel mit den Einheimischen treiben. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass sie in Frieden sterben kann. Das bin ich ihr schuldig. Ab und zu schaffen es Einheimische hier raus, obwohl sie für gewöhnlich nur einen Blick auf Stäubchen werfen wollen. Es gibt kaum noch Schlickschreiter. Also diese Schlickschreiter? Was möchtet ihr wissen? Wofür wurden die eingesetzt? Hauptsächlich für den Transport von Waren und Personen. In Morrowind waren sie ziemlich verbreitet. Aber das ist schon lang her. Der Rückenschild eines Schlickschreiters ist so widerstandsfähig, dass er jedes Wetter aushält. Selbst die legendären Sandstürme der Molag-Amur-Region in Wardenfell haben angeblich kaum eine Macke hinterlassen. Natürlich ist das jetzt alles Asche. Also gut. Wo ist denn dieser Schlickschreiter, von dem er redet die ganze Zeit? Ach, das große Vieh hier?